Ja, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und ja, Leute, heute machen wir nicht den größten Döner. Oder auch nicht die größte Schokolade. Oh, shit. Ne, wir machen heute den größten Kuchen der Welt. Auf jeden Fall, Leute, wir gehen jetzt einkaufen, holen die Zutaten. Warte mal kurz. Wir machen keinen normalen Kuchen. Ach so. Keinen normalen Kuchen, Leute. Wir packen die krassesten Sachen rein. Ohne Scheiß, ihr wisst, wir machen keine halben Sachen. Wir machen für euch den größten Kuchen der Welt. Und wir sagen, let's go, Mann! So, Leute, Einkaufswagen wird jetzt geholt. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt erstmal einen, ne? So, Leute, was brauchen wir für den Kuchen? Einen Boden! Oder mehrere Böden. Wir brauchen nicht einen Boden. Mehrere. Wir brauchen fünf, Digga. Digga, fünf? Ist das dein Ernst? Nein, fünf nicht. Komm, wenn dann zehn. Komm, zehn. Wir waren zehn. Meinst du? Auf die Kackkabel. Wir müssen natürlich sicher gehen, dass es der größte Kuchen der Welt wird. Wir machen keine halben Sachen. Und wir werden jetzt hier uns verschiedene Sachen hier aussuchen. Und ich würde sagen, nicht viel reden. Direkt, let's go! My life is music when I hit that. Boah, ich freue mich schon richtig auf zu Hause, jetzt die Kuchen zu machen, ohne Scheiß. Minds in overload, but so long I was cold. I mean, my heart was froze, trembling emotions. How the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing? So, Leute, wir haben bis jetzt fünf Zutaten schon: Kinderriegel, Milchschnitte, Bueno, Twix, Snickers. Und was liegt denn auf Ihrer Liste? Raffaello. Okay, let's go. Raffaellos. But then the dessert wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever. Leute, ich hab jetzt meine Oreo-Kekse. Wie viel brauchen wir? Zwei? 3,3. Okay, drei. Das muss der größte Kuchen der Welt werden. So, Leute, uns fehlen noch zwei Sachen. Guck ich mal den Einkaufswagen an. Das zeigt auf jeden Fall, dass wir wirklich den größten Kuchen der Welt machen, Leute. Ihr wisst es, wir machen keine halben Sachen. Richtig. Das ist jetzt alles ein bisschen zu ungesund. Wir dachten, wir bringen jetzt ein bisschen Gesundes rein, so obstmäßig. Mann. Und ja, dann haben wir auch schon alles und dann geht's auch direkt schon ab nach Hause. Ich freue mich. Go! Okay, Leute, wir haben jetzt das Ganze, wie nennt man sowas? Kann man das überhaupt noch Essen nennen, weil das sieht echt Karies, Diabetes, ist irgendwas drin auf jeden Fall. Am besten quatsche ich so viel und wir sehen uns einfach vor Ort. Warte, ich will auch machen. Wir sehen uns einfach vor Ort. So, Leute, angekommen zu Hause. Womit sollen wir anfangen? Sollen wir eine Milchschnitte-Torte zuerst machen oder sollen wir zuerst essen? Also als allererstes brauchen wir die Sahne. Mann. Okay, wer macht die? Ich kann das aber nicht. Ich kann das echt nicht. So, Leute. Ihr kennt uns, wenn wir solche Projekte machen, dann machen wir nicht irgendwie langweilig irgendwie eine Torte und bla bla bla. Nein, Leute, wir machen einen Oreo-Kuchen, einen Kinder-Pinguin-Kuchen, einen Milchschnittenkuchen, einen Mandarinenkuchen, einen Giotto-Kuchen, einen Bueno-Kuchen, einen Kinderriegel-Kuchen, einen Raffaello-Kuchen, einen Snickers-Kuchen, einen Haribo-Kuchen, einen Twix-Kuchen. Das werden wir dann quasi alles vermischen, dass wir quasi einfach einen richtig fetten, vielfältigen Kuchen haben, Leute. Das gab es wirklich noch gar nicht und ich bin auf jeden Fall voll auf das Ergebnis gespannt. Komm mal hier, wir werden das jetzt zusammen zubereiten. Ich habe gehört, du machst die Sahne. Okay, Leute, let's go. So, Leute, habe präsentiert mal die Schlagsahne. Die ist fertig, nachdem wir sie gekühlt haben. Voila! Ne, in dem Fall muss ich auch erstmal sagen, danke Habib, dass du die Schlagsahne gemacht hast, obwohl ich sie eigentlich machen sollte. Und jetzt kannst du schon zur Torte gehen. Go! Ja, Nathan geiert schon so richtig, hat so echt Bock. Aber auf jeden Fall Bock, Alter. Ich hab auf jeden Fall Hunger, Alter. Ich verspeise die gleich alleine, wenn es sein muss. Nach meiner jahrelangen Erfahrung als Konditor haben wir einen ganz speziellen Trick herausgefunden. Falls wir viele Zutaten haben, womit wir als erstes anfangen. Das geht ganz einfach. Okay, ich zeig euch das jetzt mal. Okay. In der Mene Mist, es rappelt in der Mene. Und du bist weg. Wow, du hast es geschafft. Okay, aber erste Schicht vorbei, direkt zur nächsten. Direkt zur nächsten. 10 Stück, Alter, das wird ein Kampf. Leute, warte mal kurz. Ach du Scheiße, Leute. Wir haben eine krasse Entdeckung gemacht. Nathan wollte einfach nur eine Kühltruhe. Leute, ich wollte das in die Kühltruhe tun. Und dann sehe ich sowas. Leute, nein, kann das mal raus. Ach du Scheiße. Ein Portemonnaie, Digga. Aber warte, von wem ist das? Michel! Hä, hey, warum tut er sein Portemonnaie im Sinn? Ja, das richtige Mission. Also, wenn sein Geld kalt wird, das sind mehr oder so.
So, aber können Sie uns was zur jetzigen Situation sagen? Hier war Karies, hier sind wir schon bei Diabetes. Wird nicht gut. Aber ey, das sieht aber echt geil aus. Was hast du hier jetzt reingemacht? Da sind Kinderriegel drin. Das sieht schon göttlich aus, Alter. Hier ist, Alter Schwede, was ein Kuchen. Und ich würde sagen, Leute, wir packen noch die letzten drei Schichten drauf. Wir haben hier noch Kinderpinguin-Milchschnitte, Oreo, Bananen und Mandarinen, ne? Ey, das wird so geil, Mann. Das, guck dir das mal an, Digga. Wie geil das ist. Weiter geht's, Leute. Wir haben jetzt einen Gast, Leute. Machen wir gerade etwas mit Essen. Wir machen hier gerade die größte Kuchen. Und wer könnte dieser Gast jetzt sein? Warte. Es ist kein geringerer als... Ali Miri 97. Ali, du kommst gerade richtig. Komm her. Da krieg ich gerade eine Torte gebacken. Nein. Ich hab Kuchen schon am Start. Bananen und Oreo. Da hab ich das Bock drauf. Und wie? So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt die Kuchen hier fertig. Aber wir machen die Kuchen fertig, oder? Machen wir fertig, Junge, machen wir fertig. Machen wir fertig jetzt. Und ja, let's go. Hey, Jungs, seid ihr eigentlich fertig, Banane? Warum? Digga, ihr bestellt was bei McDonald's, ne? Ja. Holt euch extra die große Pommes, ne? Ja. Und gewinnt dann sowas, Digga, und ich schmeiß das einfach weg. Was denn? Digga, ihr könnt das doch nicht wegschmeißen, Mann. Was ist das? Digga, gratis Cola, Mann. Jonathan, was machst du da? Bruder, ich schütte nur die Sahne. Ja. Ach so, okay. Ali, was sagst du dazu? Zum Kuchen. Wir machen weiter so mit den größten Blablabla der Welt. Warum? Es gibt immer was zu essen, Digga. Sonst verhungern wir immer. It's your yesterday. Life's been dark and y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive, you can tell by how I word it. So being around that energy, I feel like in a... So Leute, die letzte Schicht. Jetzt ist es endlich soweit, die letzte Schicht, wir sind fast fertig. Heute interviewe ich mal kurz Erkan, weil wir müssen uns mal ein paar Meinungen zur Torte holen. Ich würde mal sagen, gehen wir direkt los, oder? So Erkan, was hältst du von der größten Torte der Welt? Mhm, okay. Klasse. Klingt auf jeden Fall interessant, ne? Okay, und was hältst du davon, dass wir Haribo reingemacht haben? Was halten Sie denn davon? Mhm, okay. Alles klar, gut. Das super Antwort, wirklich. Ja gut, wir haben es auch noch ein bisschen mit Bueno gefüllt, ne? Michelle liebt ja Bueno, wie gesagt. Und können Sie uns was dazu sagen, so zu dem Durchmesser des Buenos? Mhm, ja. Okay. Alles klar, vielen Dank Leute, das war's mit unserem interessanten Interview. Und ich würde sagen, wir gehen mal zurück wieder zur Torte. So Leute, der zweite Gast hat schon an der Tür geklingelt. Ja, was soll ich sagen? Ich schau mal kurz, wer das ist. Ja, Johnny! Moin! Es scheint so, als würden schon alle riechen, dass wir hier die größte Torte der Welt gemacht haben, Johnny. Si, was? Ich hab gehört, du hast Hunger? Si. Ja? Ja. Ja, was sagen Sie zu der heutigen Wetteratmosphäre? Das Klima ist auf jeden Fall nicht auf unserer Seite. Minus 7 Grad. So Leute, wir haben alle Schichten jetzt gerade aufgetan. Ihr habt jetzt gesehen, hier, da ist Milchschnitte, da ist Bueno, da ist Giotto, da ist Kinderriegel, alles mögliche. So, aber wie der Kuchen jetzt letztendlich aussieht, zeigen wir euch gleich. Also, ich würde sagen, Leute, seid auf jeden Fall gespannt, wird richtig geil. Auch. Bis gleich. So Leute, jetzt kommt der Special. Habe. Oh, shit, Mann. Farbige Sprühsahne. Leute, gucke ich am besten gleich das Endprodukt an. So Leute, das Endprodukt ist fertig. Und ohne Scheiß, es sieht wirklich so geil aus, Leute. Das ist der Kuchen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Hier, Leute, ein paar Aufnahmen. Oh mein Gott, Leute. Sag mal, ich habe schon mal einen größeren Kuchen gesehen. Nein, auch gar nicht. Ja, und das Ding ist... Das ist ein Meisterwerk, Digga. Das Geile ist einfach, dass das mit verschiedenen Schichten ist. Mit Bueno, Kinderriegel. Boah, Junge, dieser Kuchen ist gigantisch. Und ja, ich würde sagen, den machen wir jetzt einfach fertig. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, Leute. Wir haben unser Projekt erfolgreich beendet. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die größte Torte der Welt erschaffen. Oder der größte Kuchen der Welt. Wir haben es geschafft, Leute. Auf jeden Fall. Danke. Nathan, danke, dass du dabei warst, Bruder. Bitte. Wir haben es wieder geschafft. Ich zeig euch mal ganz kurz die Küche. Guckt euch das an, Alter. Guckt euch das an. Der Kuchen ist gerade am Kühlen, Leute. Oh mein Gott, Alter. Aber Leute, wir haben es vollbracht. Es hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Was sagst du? Junge, ich bin schon am Schwitzen, Alter. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und falls ihr weitere der größte der Welt sehen wollt, dann zeigt uns das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und es kommt noch ein Teil. Und Leute, ihr könnt euch hier nochmal das letzte Video angucken und hier nochmal den größten Döner der Welt. Leute, auch ultra nice geworden. Unbedingt empfehlenswert. Und ihr könnt hier oben noch irgendwo abonnieren. Und dann würden wir sagen... Ciao! Ciao!